Ja, keiner. Hat mal jemand noch ein bisschen Cobblestone für mich? Cobblestone. Ja, ich hab. Wo bist du denn aufgewachsen, Alter? Ich hab genug hier. Cobblestone. Ich hab schon, jetzt will ich keins mehr von euch. Auf den Schmutzigen. Heult er jetzt rum, oder was? Nein. Immer wenn der Dirk nicht weiter weiß, heult er rum. Ja. Sag ja schon mal besser nix zu, ne, Dirk? Derek. Derek. So. Dieser Gemüsegarten ist gleich fertig. Ich habe Glowstone-Staub gefunden. Natürlich auch und hoffen. Kohle. Glowstone-Staub. Den kannst du am Donnerstag mitbringen, den Glowstone. Da bringe ich Glühwein mit. Oh, Scheiße. Dann haben wir am nächsten Morgen wieder den kleinen Mann mit dem großen Hammer. Nö, wo hast du die eingesperrt? Alter. Außen. Oh, ah, krass. Was kann man jetzt da machen? Milch holen, ne? Und so ein Scheiß. Eigentlich habe ich dran gedacht, dass wir zwei holen, die züchten und uns dann erstmal Lederrüstung und Bücher und so einen Scheiß machen können. Ah ja, nice. Muss man davon, da muss man ein paar umbringen, ne? Und dann immer wieder abzweigen. Komm, wir bauen das Gehege mal ein bisschen größer für die Kuh. Über einen Block kann sie raufspringen, ne? Ja. Aber ich mach hier. Ich sorge vor. Wie macht man Steinzäune? Über die können ja nicht drüber. Sechs Cobblestone nebeneinander. Alter. Denn? Die Tür hier. Ja, du musst die immer auf und zu machen. Lass die ab. Du bist der Einzige, der die nicht benutzt, Alter. Du bist voll. Weiß ich nicht. Ignorant. Ich habe hier ein bisschen was gesammelt. Alter, wieso hast du die abgerissen? Das ist unsere Kellertür, Junge. Das ist doch voll den Hau. Mach die wieder dahin. Die ist wichtig. Was der für Filme schiebt. Ich warte so lange, bis sie da steht. Nein. Bau die da jetzt hin, oder ich baue hier einen Zaun drum. Ich weiß nicht, die ist weg. Ich hab sie da. Ja. Naja, ich hab sie. Die hast du eingesammelt. Keine Sorge, ich hab die Tür. Ich baue die erstmal so rum. Er hat die nachgemacht? Oh. Jemand ein Steak? Ich hab von Bank. Ist gerade verfault, ist danke. Steak. Was ist das denn? Unser Kuhgehege. Bisschen mehr Respekt jetzt hier. Alter, was soll denn? Zweite. Philipp, die nicht eben gekillt hätte. Ich hab gar nichts. Wie macht man ein Zauntor? Kannst du glaube ich nur aus Holz machen. Wie geht das? Jeweils zwei Stöckchen an die Seite und dann zwei Holzstücke in die Mitte. Okay, also Stöckchen an die Seite. Achso, nee. Okay, danke. Du verrückter Hund, du! Ja, absolut bekloppt. Hat das jetzt noch einen bestimmten Grund, dass das da unten noch so tief drin ist? Nee, das mache ich jetzt wieder hoch. Wollte ich jetzt gleich hoch und das habe ich jetzt nur so gebaut, damit ich das ungehindert vergrößern kann, ohne dass sie abhaut. Weißt du, wo ich mein? Ist aber immer noch hier Bodenhaltung oder was? Ist nicht gerade korrekt.
Das so, jetzt kann man da einen Block hinbauen und dann Sylvia hoch. Das nennt sich Erdlochhaltung. Oh, wer hat's geschlagen? Ich. Gib die Gaste. Schön, das Tor wieder zu machen. Ich glaube, es wird Nacht. Wo sind unsere Betten? Ich habe noch keine gemacht. Wie gehen die? Drei Wolle und dann drei Holz drunter. Gib mir einfach die Wolle. Liegt in der Truhe. Gib mir nicht die Wolle. Gib ihm nicht die Waffe. Das ganze Holz ist weg. Nein. Was ist denn das? Eine Lüge, da. Nicht das ganze Holz ist weg. Alter, du baust das Haus aber nicht gerade behindertengerecht. Ich versuche es. Wo sollen die überhaupt die Betten hin? Mach Hochbetten. Wieso, was zum Henker machst du jetzt? Wieso machst du das weg? Bisschen ästhetisch fürs Auge, ja. Die Blumen kannst du auch nicht einfach so in die Erde steckeln, da brauchst du einen Topf für. Dass ihr so anspruchsvoll seid. So. Macht mal. Was soll das? Mein Freund und Kupferstecher. Hast du jetzt ein Bett gebaut? Der Assi, Alter. Ich bin mein eigenes Schlafzimmer, Bitches. Naja, siehst du, die Kuh stimmt mir zu. Da was willst du, Junge? Schlaf mal ruhig hier. Ach, hier ist ja noch Wolle. Oh, ich hab die Kuh umgebracht, Entschuldigung. Was? Nein, das war ein Scherz. Alter. War ich nicht. So, jetzt geht mal schlafen hier. Ihr seid schon so, voll aufgedreht. Hier, hast dein Bett. Danke. Ich schlafe. Ich schlafe unten in der Höhle. Kennst ist mir egal, ja, ne? Wo du schläfst, aber schlaf. geh mit Gott, aber geh. Alter, du schläfst überhaupt nicht, ich sehe dich. Ich liege in meinem Bett. Kinder. Ich neben mir liege, oder was? Kinder. Ja. Mindestens einen Block Abstand. Ich liege in meinem Bett und passiert nichts. Gute Nacht, Little John. Okay. Aber mein Bett ist mir doch ein bisschen zu unsicher. Ich baue das doch wieder woanders hin. Du hast mein Bett. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du. Nein, habe ich nicht. Der Typ in grün hier. Hier, der hat dein Bett. In der grün? Hat dein Bett. Weil ich so grün bin, oder was? Nee, ich mein den da. Gummi. Ach. Du Rack. Boah, ist das geil. Boah, sehe ich schön aus. Hey, du hast meinen Gunpowder. Ich bin voll geil, Junge. Guck Mitch an. Mädchens, was machen wir jetzt? Irgendwas umbringen? Den da? Ja, auf jeden Fall irgendwas umbringen. Aua. Mann, ich hab jetzt nur noch ein Herz. Hallo. Das ist ja gleich durch, nur noch ein halbes. Catfight. Ja, ich auch. Ich hab stehende Hure. Du hast auch eins. Hier ist dein Bett. Oh, da ist schon wieder so ein Baby-Zombie, ich könnte kotzen. Sterb! Alles einsammelt, alles. Boah, du hast sogar Sachen dabei. Was du hortest, Junge? Pack doch mal Scheiße in die Kacktruhe rein. Wir sammeln hier als euer ein richtiger Hamster. Junge, oh, Esel. Ein Eimer hat der schon. Ein Eimer, weißt du? Meinst du, ich hab das Wasser in meinen Backen da hinten zu den Feldern geschleppt? Ich dachte, du hast dahin gepisst, Junge. Einmal drauf gereiert, fertig mit der Sache. Schön frisch das Gemüse. Mach mal ein bisschen mehr da. Ist doch gleich fertig.
Mach das schön jetzt! Ja, wenn du Knochen hast, dünn mal. Ich pack den ganzen Scheiß mal hier in die Truhe rein. Und eine Eisenspitzhacke gönnt er sich. Ich dachte, wir wären ja demografisch. Demokratisch. Nein, auf. Wir sind schon demografisch. Und du bist demografisch sehr weit unter mir. Das ist mein lieber Freund, das war sehr beleidigend. Ja, ich weiß. Was soll ich jetzt machen? Jetzt glaube ich einfach mal, ich hopp's jetzt mal mit deinem scheiß Beet drüber. Nee, mach ich nicht. Oh, Freundchen, das ist deine Ration. Die vier Dinger da? Hat, ja. Hat hier keiner Knochen? Doch, in der Truhe sind mega viele. Ihr habt so viele Skelette gekillt. Ich hab hunderte, tausende. Wir müssen mal Kartoffeln machen. Eine Billiarden. Oh, Schafe. Wo, wo? Ich hab eine Schwere. Ja, komm her. Wo bist denn du? Keine Ahnung. Hier ist schon ein geschorenes Schaf. Ich bin hier. Ja, dann weiß ich, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß. Nicht killen, nicht killen. Oh mein Gott, jetzt hab doch mal ein bisschen Geduld hier. Warte mal, ich bin hier. Ja, ich seh dich doch. Ja, ja, ja. Dieses scheiß hohe Gras, das verbirgt wohl die Sicht. Oh, meine Güte. Den wächst aber schnell, neues Fell. So, zack. Oh! Das war's mit meiner Schere, die liegt da unten in der Höhle drin. Ist nicht dein Ernst. Ich bin da ein bisschen tief gefallen. Wo bist du denn runtergefallen? Guck dir mal dieses Loch an, ich bin einfach gesprungen und zack, welches war ich Loch? Weg. Alter, bist du blind? Wo ist denn hier ein Loch? Da ist, Junge. Wo? Weißt du, alle Löcher findest du, ne? Nur das nicht. Hier ist kein ich find's grad selber nicht. Ein paar Haare dran machen, dann findest du alles. Das sind immer die Baustellensprüche irgendwie, die habe ich jetzt drauf. Wo bin ich denn reingefallen? Ja, das freue ich mich auch gerade. Ich habe versucht, dieses Schaf zu scheren. Hier oben, oder? Ja, hier. Ach, da. Wir... Mit, ja, Vollgas, ja. Mit Vollgas zwischen die Beine gegrätscht. Wer denkt sich denn so scheiß Sprüche aus, Junge? Ja, das freue ich mich auch so. Wir haben genau zwei Kartoffeln. Wie nur zwei Kartoffeln? Und dann wachsen noch. Yeah, ich hab mein Zeug wieder. Oh ne, da ist mein Bett. Oh. Okay, ich geh jetzt mal hier in die Höhle rein. Mal gucken, was da so ist. Jo, Phil, dafür, dass du noch nie so Höhle gespielt hast, muss ich sagen, stellst du dich ganz schön dämlich an. Wer hätte es geahnt? Meine Axt ist kaputt gegangen. Okay, jetzt habe ich keine Axt mehr und ich komme hier nicht mehr raus. Was mache ich jetzt? Ah, 64 Erde. Das ist die Lösung. Also wenn du dich versuchst, das mit einer Axt freizubuddeln, dann wundert es mich nicht, dass die kaputt gegangen ist. Nein, ich habe mich, ich habe versucht, ein bisschen Kohle abzubauen und dabei ist meine Axt kaputt gegangen. Mit einer Axt. Kohle? Ja, warum denn nicht? Ach so, mit einer Spitzhacke. Mein Gott. Ah. Hab ich nicht so. Weißt, ich bin empfindlich, wenn es um den Verfall der deutschen Sprache geht. Oh, Alter, Hammer, Mann, komm hier. Geh jetzt mal auf Rindviech, ja. Den Verfall der deutschen Sprache. So, mal, hast du eigentlich Freunde oder sowas in der Art? Musst du eigentlich immer wieder darauf rumreiten? Komm, Schaf, ich nehm dich mit. Oh. Ich wollte es eigentlich retten, aber ich habe es in den Tod gestürzt. Aber warte, das muss ich jetzt zu Ende bringen. Jetzt kann ich mich ja unten alleine lassen, mein Gott. Komm ich denn jetzt da runter? Ja, ja, ich rette dich. Sei ganz ruhig. Oh, das war nur ein Schlag. Irgendwo noch eine Kuh rumlungern. Tintenfische! Rumlungern, wie die Dealer an der Ecke. Da lungern sie! Da waren sie! So, welche Schare... genau, das wollte ich auch sagen. Welche Schafe wollen geschoren werden? Ist aber auch kompliziert, mein Gott. Ich hab sie schon alle geschoren. Hast du sie geschlagen, oder was? Geschoren! Naja, aber hast du sie, um sie zu scheren, geschlagen? Nein, ich habe sie geschoren. Mit einer Schere. Oder wie, oder was?
Er hat ja die Wolle aus ihnen herausgeprügelt. Ja. Nee, von ihnen ab. Die ist ja nicht in ihnen drin, die Wolle. Das wäre ja ziemlich ekelhaft. Das sind Katzen. Aber ich soll nicht kleinkariert sein, Mensch. Das war nicht kleinkariert, das war richtig stellend. Soll ich dir noch ein paar Maulblumen pflücken? Maulblumen? Was könnte das bedeuten? Wo seid ihr denn nochmal? Am Haus. Ich bin direkt neben dir, Junge. Kommst du nicht klar, oder was? Ich suche Kühe. Ich suche Freunde. Will jemand mein Freund sein? Nein. Willst du Carsten helfen, neue Freunde zu finden? Oh, ein Kürbis. Willst du, Chicos, den hier anwesenden Alpinodub zu deinem angetraubten Weib nehmen? Wenn ja, dann antworte jetzt mit ja. Stille. Ich hab mich verlaufen, Leute. Was? Ich hab mich verlaufen und bin gerade in einem Haha. Ey, ich hoffe, dass ich jetzt nach diesem Video nicht 1000 Abonnenten verliere, ne? Ah, ich habe ja noch gar nicht 1000. Haha, Schenkelklopfer. Hättest du wohl gern. Ja. Durch die zwei neuen Sexy-Stimmen. Oh, wir können einen Contest machen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wessen Stimme ihr am schlimmsten findet. Und bitte, bitte, seid ehrlich. Ich finde nämlich, Dirks Stimme hat sowas wie, weiß ich nicht, so wie die Harmonika. Mal hoch, mal tief. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du das gerade gesagt hast. Nein, nein, hör bitte auf, ich verliere den Contest. Oh, schaffe. Oh, Metzger. Oh, ein Ei. Oh, ein Ei. Oh, dein Fuß. Das war Simpsons, ne? Was? Das war Simpsons, ne? Ja. Ente. Boah, hier, mach nochmal den. Hier, den kleinen, dicken, bayerischen Jungen. Sag mich nicht, ich mag nicht rennen, mein Bauch ist voll Schocki. Oh Gott. Boah, ist das Hammer. Ich kann nicht mehr. Das ist Folter, Alter. Das ist echt Folter. Das war die einzige und letzte Let's Play-Folge mit euch. Ich kann jetzt schon wieder nicht mehr. Was? Das hat sich jetzt original angehört wie so ein Minion von Ich einfach verbessern. Ich muss mir das Lachen einfach abtrainieren. Geht ja schon. Nein, ich lache jetzt nicht. Irgendwann platzt dein Kopf, Mann. Das ist mein Kehlkopf. Platz! Bildschirm rot und dann könnt ihr die Reinigung bezahlen, die Victor. Nee, also ich fahr dann zu dir und von mir Battlefield 4. Das ist aber noch nicht spielbar. Und dein gesamten Steam-Account werde ich mir holen. Oh Leute, ihr werdet nicht. Ich habe heute so ein Ultra-Fail gehabt. Ich habe Post bekommen von Amazon. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch, ihr Battlefield 4 ist da. Bei der Postfiliale so und so. Und ich so, ja fuck, die macht in 15 Minuten zu. Bei einem in die Hand genommen und ab dafür. Und von einer unglaublich freundlichen Postbeamtin mein Battlefield 4 in Empfang genommen. Sie musste überprüfen, trotz meines wuchernden Vollbarts, ob ich jetzt 18 bin. Um dann nachher freundlich zu bemerken, dass mein Vollbart scheiße aussieht. Und dass mich das total alt machen würde, jetzt ernsthaft. Ja. Die war unglaublich charmant, die Frau, und sah unwerfend aus. Nicht. Auf jeden Fall habe ich dann die Beine in die Hand genommen und bin zurückgesprintet nach Hause, hab meinen PC angeschmissen und Battlefield 4 installiert, in der Zeit Pizza bestellt, damit es auch richtig entspannt wird, wenn ich die erste Runde richtig hart verkacke. Schön mit Fettfingern, das ist doch du. Richtig, genau, damit ich sie in 3 Wochen wieder sauber machen muss, wenn sie komplett verkrustet ist. Und dann, pass auf, Origins geht auf, bling, ich will auf Spielen rücken, was steht da? Spiel ist noch nicht erschienen, erst am 31. spielbar. Junge, ich hab mich so ultra hart abgefuckt. Ich dachte so, nein, so eine Scheiße. Ich war schon komplett in Zockerlaune und hab schon die Story angeschmissen, um den Scheiß aufzunehmen. Aber das ist gut, dann kann der Carsten wenigstens, hat er genug Zeit, hier mein Outro zu machen. Ne, Carsten, in 3 Tagen bist du fertig. Ja. Du musst hier, guck mal, mach mal einen Haken in deinem Terminkalender. Alter, Baby, geht mal schlafen hier.